So, Arschloch weg. Mitkommen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Sehr knapp. Na, jetzt bist du aufgeladen, natürlich. Wir sind da. Hau ab. Alle Bürger im Bereich wurden evakuiert. Sehr schön. Ja. Navy-Zusammenrottung bei der Evakuierungszone am Platz. Wir haben dort nicht genügend Truppen, um sie aufzuhalten. Die Navy brechen ihnen durch die Begrenzungen. Verstanden. Bin auf dem Weg zum Palaz. Das Kriegsschiff und CRS kümmern sich um die Navy über den Dächern der Stadt. Seekatze, bewache den Eingang der Evakuierungszone. Mach ich. Ah, das war das richtig krampfige. Das habe ich einmal sogar verkackt, da bin ich einmal Game Over gegangen. Das war der Game Over-Moment in diesem Let's Play, den wir nicht gesehen haben, weil die Aufnahme verreckt ist. Und jetzt wird sich zeigen, ob ich es beim ersten Versuch schaffe oder nicht. Die haben mich einfach nämlich kaputtgeschlagen. Das ist kaum zu glauben, aber die haben mich kaputtgeschlagen. Komische Kackviecher. Dreh dich mal richtig. Wir kommen. Ja, ja, ja. Siege die Navy, kein Thema. Ja, jetzt geht's wieder los, ey. Das habe ich nämlich gemeint, hier kommt so viel behindertes Gruppzeug, dass man da fast gar nichts machen kann. Außer aufs Maul kriegen. Besonders die blöden Kackviecher, da sind nervig. Leck mal kurz den Flieger ab. Kackvieh! Das Schlimmste sind die Viecher da oben, die immer rumspammen. Ich hasse das, ey. Das ist so eine Kackstelle dieser verkackten Mission. Natürlich trifft er mich wieder! Wo ist er? Wir müssen lang genug durchhalten. Das nervt mich ein bisschen. Ich höre es schon wieder. Das Gute ist, die hängen da mal fest. Aber nicht immer, aber meistens. Mann, lass mich doch mal in Ruhe draufhauen, du Wichser! Hab das mal bald. Es kommen immer mehr, ja, das merke ich. Ich bin auch schon bald wieder tot. Ja, das war's mit den fliegenden Nevis, jetzt kommt mir mal helfen hier. Boah. Habe ich hier nicht irgendwas zum Schmeißen? Ja, habe ich. Ja, war ja super. Okay. Das war alles? Und ich glaube, das war... Jawohl, beim ersten Versuch... Oh nein, der fette Moppel. Ich habe ihn ganz vergessen.
Der hat mich jetzt kaputt gekriegt, da bin ich aber sauer. Ich wollte ausweichen, ich doof, komm. So, Dicker ist erledigt. Boah, der erste Versuch, ich bin so stolz auf mich. Der Platz ist gesichert. Yay! Oh. Seekatze, du hast deine erste Mission gut erfüllt. Mit dir haben wir eine wertvolle Verbündete gewonnen. Ich möchte mich bei allen bedanken. Ein kleines Mädchen hat mir erzählt, wie viel Gutes ihr getan habt. Ihr wart für die Stadt da, als ich es nicht war. Dankbarkeit erfährt ein Soldat nur selten. Bewahre dir die Erinnerung daran. Es gibt viele Zivilisten, die uns und die neue Regierung nicht unterstützen. Was nach Ende der Story eigentlich plausibel sein sollte. Aber egal. Du sollst das noch nicht kennen. Aber letztendlich müssen wir für das kämpfen, woran wir glauben. Seekatze, eine wichtige Militäroperation steht bevor. Ich hoffe, dass du uns dabei unterstützen wirst. Seewes bescheint etwas nicht zu passen. Ich wollte das schon länger fragen. Seewespe und Seekatze sind ja Codenamen, nicht? Also, wie heißt du wirklich? Ich bin nur, neugierig. Ich bin durch und durch Soldatin. Seewespe ist der einzige Name, den ich brauche. Ich verstehe. Also gut, dann Seewespe. Sie heißt Junika. Commander, bei allem Respekt! Junika, ich weiß, es war schwer, unter diesen besonderen Bedingungen aufzuwachsen, aber ich hoffe, dass du lernst, mit Seekatze zusammenzuarbeiten. Ich bin sicher, dass ihr beide mich mit Stolz erfüllen werdet. Ja, Sir. Seekatze, das gilt auch für dich. Ich erwarte, dass du und Seewespe ein Vorbild für die ganze Truppe seid. Das ist alles für heute. Wegtreten. Seewespe heißt also eigentlich Junika Punika. Tunika. Das kennen wir ja schon. Das ist ein hübscher Name. Ja, Sir. Los, lass dich auf nach Hause. Fronturlaub. Miau. Und so endete meine erste Mission als Seekatze, dem neuesten Mitglied der Spezialeinheit von Hexville, den Quallen. Quallenfischen! Sie waren für Hexville da, wenn ich es nicht war. Und ich war dankbar, dass die Stadt sicherer wurde. Später erfuhr ich, dass Sicherheit teuer sein kann, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Oder guckt einfach 2 Folgen vorher. So. Und damit haben wir alles nachgespielt, was ich bisher in der verlorenen Aufnahme hatte. So. Das heißt, wir kehren kurz zurück in unseren kleinen Gulli, in unser Gulli zu Hause. Werden einmal kurz einfach just for fun speichern. Und dann wechseln wir auf den privaten Spielchen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns im privaten, was ist im privaten, im ursprünglichen Let's Play-Spielstand wieder. Also, bis gleich nach einem kurzen Schnitt. Friedvolles Hexville. Da jetzt Frieden Hexville herrscht, bla bla bla, das kennen wir ja schon. Man höre, wie ich gedrückt habe. Mein Ruf scheint sich zu verbessern. Yeah! So, nach einem kurzen Schnitt kann es weitergehen. Warte mal. Wie man sieht, Gravitationsverbrauch 12. Hier haben wir noch nicht ganz voll die Schiffgeschwindigkeit. Dann haben wir hier überall auf Maximum. Ich glaube, das war im Nachspielspielstand nicht der Fall. Hier haben wir alles auf Maximum. Hier haben wir noch nicht genug unseren Ruf verbessert. Und dann haben wir alles durch. So. Was möchten wir als erstes machen? Ich glaube, wir machen erstmal das Spionpaket, ne? Nehmen wir so, was haben wir hier? Ja, Spionpaket 2. Traumleben der Geister. Der Buß. Alles klar, dann gehen wir mal dahin. Dann möchte ich gerne an die Oberfläche. Bitte und Dankeschön. Ja, komm, Zeitsprung. Jo. Und da möchte ich hinaus. Yay. Wusch. So, muss ich hin? Da unten muss ich hin. Da. Naja, Schnauze, ich bin Cat. Ich bin die Keramikkönigin. Folgendes ereignete sich nicht lange, nachdem ich die Schlangenkaninchen verabschiedet hatte. Einige Buhus weigern sich zu sterben und aus meiner Vergangenheit kam einer zurück und verfolgte mich. Alles begann mit einem Knall bei Bantoras Schicksal. Wo gucken denn alle hin? Ach, wo warst du, meine wunderschöne Grafikin, meine Liebe, um dir zu zeigen, wie heiß sie für dich brennt. Das eine ging viel zu schnell weg, ich konnte so schnell gar nicht gucken.
Alias, aber das ist unmöglich. Ja, er ist doch tot, er ist Matsche. Oh nein, Pandoras Schicksal. Vielleicht ist Aki verletzt. Los, gehen wir. Miau! Okay. Hey, Aki! Yo, Aki, alles klar? Aki, Aki, ist alles in Ordnung? Hier drüben, es geht mir gut, aber die arme Pandora, sie... Oha. Sie ist, ganz schön mitgenommen. Das Ding war vorher schon hässlich, jetzt ist es noch hässlicher. Aus dem Weg, Polizei! Wie ist die Lage? Wohl die Puppe schwer verletzt. Seht ihr hier drüben? Cat, was machst du denn hier? Ich war bei der Explosion in der Nähe von Pandoras Schicksal. Ich bin so schnell wie möglich hergekommen, um nach Aki zu sehen. Cat, hast du es auf den Monitoren gesehen? Alias ist wieder da. Aber wie kann er noch am Leben sein? Auf jeden Fall bin ich froh, dass du hier bist. Bitte, du musst uns helfen, den Täter zu fangen. Wir haben diesen Zettel am Tatort gefunden. Es ist eine Warnung vor weiteren Bomben. Wenn wir sie nicht finden, bevor sie hochgehen, könnte jemand verletzt werden. Cat arbeitet mit Chas zusammen. Oder Jess oder Chas, keine Ahnung. Zusammen entschärft die Bomben. Er ist Sprengstoffexperte und neben mir der klügste Mann im Team. Also sind wir alle verloren. Das ist nicht gerade beruhigend. Gut, mal sehen, was wir tun können. Während ihr beide die Bomben entschärft, werde ich versuchen, Alias aufzuspüren. Lasst mich helfen. Meine Kräfte können vielleicht einen Hinweis zur Lösung dieses Falles liefern. Die Person, die Pandora das angetan hat, muss dafür bezahlen. Und nicht zu knapp. Immerhin hat mich die blöde Puppe 35,95 gekostet. Ich weiß, dass Pandora dir viel bedeutet. Pandora muss Aki viel bedeuten, wenn sie dafür ihre Dienste kostenlos anbietet und auch noch 35,95 bezahlt hat. Hier, nimm diese Prophezeiung, finde die Person, die uns das angetan hat. Keine Sorge, Aki. Wir werden den Täter seiner gerechten Strafe zuführen und ihn nochmal in der Müllpresse verschrotten. Wo er mit seinem Bumskopf auch hingehört. Gut, sehen wir uns die Vorhersage mal an. Die Rückkehr der dunklen Katze, der Ort, an dem Eisenrösser ruhen, die Familie der rasenden Gleiter, ein Wald der Gebete. Naja, es wäre keine von Akis Vorhersagen, wenn das irgendeinen Sinn ergeben würde. Cat, ist das die Nachricht, die du von der Besitzerin von Pandoras Schicksal bekommen hast? Ja, aber ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten soll. Prophezeiungen müssen vage sein, damit sie alle Möglichkeiten abdecken. Darum glaube ich auch nicht daran. Aber sie können schon Spaß machen. Moment, steht da die Rückkehr der dunklen Katze? Schatz ist vielleicht etwas langweilig, aber er scheint recht klug zu sein. Sag nicht, dass du den ersten Hinweis entschlüsselt hast. Erinnerst du dich an den schwarzen Anzug, den du anhattest, um dich bei den Schlankkaninchen einzuschleichen? Sid hat dich dunkle Katze genannt. Vielleicht solltest du die Verkleidung wieder anziehen. Hey, ich glaube, du hast recht. Obwohl ich nicht weiß, was es zur Lösung des Falls beitragen soll, wenn ich mich umziehe. Hier auf der Straße, wo mich jeder sehen kann, besonders Jas mich begaffen kann. Aber hey, ich sehe sexy darin aus. Tada, die dunkle Katze ist zurück. Was sagst du? Bin ich nicht besser als Catwoman? Ich sage, dass ich hier bleiben und die Überreste der ersten Bombe untersuchen sollte. Das könnte mir dabei helfen, die nächste zu entschärfen, wenn du sie gefunden hast. Ich meinte zu der Verkleidung. Er scheint mich gar nicht richtig wahrzunehmen. Bin ich nicht aufreizend? In Ordnung. Ich werde dann also... Mist, ich hatte gehofft, wir würden zusammenarbeiten. Ich werde dann gehen und nach diesen Bomben suchen. Gut, ich lasse dich wissen, wenn ich etwas herausfinde. Huch, natürlich muss sofort diese Hackfresse reingezeigt werden. Das Traumleben der Geister, der Buhus. Das war der erste Hinweis der Prophezeiung. Kommen wir zum nächsten. Der Ort, an dem Eisenrösser ruhen. Damit lässt sich nicht viel anfangen. Finde das ruhende Eisenross. Woher soll ich wissen, wo ein Eisenross ruht? Wäre auf dem Schrottplatz. Okay, wir haben hier keine Hinweise. Du verkackter Spasti. Ich glaub dich kaputt. Ja. Natürlich wissen wir, wo wir hin müssen. Zum Bahnhof. Bahnhof, Bahnhof. Ich mag Züge. Der sieht verdächtig aus. Ja, was macht der denn hier? Hey, da ist Kish. Warum steht er denn am Bahnhof herum? Moment, der Ort, an dem Eisenrösser ruhen und die Familie der rasenden Gleiter. Bei der Prophezeiung geht es um diesen Bahnhof und die Schlangenkaninchen. Es wurde vorhergesagt, dass ich am Bahnhof wieder mit der Bande zusammentreffe. Boss, was machst du hier? Hey, Kish. Wie habe ich da eigentlich gesprochen? Keine Ahnung, ist schon so lange her. Hey, Kish, wartest du auf den Zug? Du fährst wirklich kein Rennen mehr? Was?
Ja, ich nehme jetzt immer den Zug, aber heute kommt keiner. Es muss irgendwas passiert sein. Eigentlich wollte ich einfach einsteigen und auf einer Reise versuchen, mich selbst zu finden. Aber jetzt sitze ich hier fest. Was ist bloß los? Ich sehe keine Gravitationsstürme. Es ist Alias. Die Stadt hat eine Bombendrohung erhalten. Ich versuche, die Bomben zu finden, bevor sie hochgehen. Alias ist zurück. Und du willst ihn jetzt ein für alle Mal erledigen? Du musst mich und die Jungs mitmachen lassen. Okay! Ich meine, okay! Die Schlankanädchen sind zurück. Teilt euch auf und helft dem Boss, die Bomben zu finden. Yo. Ich muss den Wald der Gebete finden. Ob da ein echter Wald gemeint ist oder ist das irgendeine komische Metapher? Boss, wir werden die Stadt zu durchkämmen. Wenn es eine Bombe gibt, finden wir sie. Gut, und danke, Kish. Ja, Mann, wir haben Untergebene. Wir sind toll. Finde den Wald der Gebete. Da ist doch bestimmt... Wir sind auch nur ein Wald. Ich sehe mich mal etwas um. Hier, beim Friedhof. Wir müssen... Da längst, ne? Jo. Wir wissen doch, wo es ist. Der Wald der Gebete. Ja, da. So, wir gehen mal zum Haupteingang. Nicht? Doch nicht? Ich hätte gedacht, hier hin, weil Tote und so weiter... Gläubige, die an das Kreuz glauben, beten ja auch und so weiter. Bin ich hier nicht richtig? Keine Panik, ich bin Spion. Ich werde ja alle hinterrücks töten. Was? Habe ich nicht gesagt. Bin ich hier? Da. Ist doch jemand. Und das ist eine Bombe. Hey Boss, die Bombe ist hier drüben. Großartig, jetzt muss ich sie in den Chest bringen. Na, ich darf jetzt nur nicht wieder irgendwo gegenpoltern, sonst bin ich ja instant tot. Hallo, hier bin ich. Ich hab ein Wämschen dabei. So. Puh, die Bombe ist entschärft. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt, als ich dich damit ankommen sah. Komisch, diese Bomben sind völlig anders als die, die ich in Endestria entschärft habe. Wirklich? Sie sehen haargenau gleich aus. Sehen vielleicht gleich aus, aber die Sprengladungen sind anders. Diese neuen Bomben machen nur äußerlich was her. Vielleicht ist alles der Sprengstoff ausgegangen. das könnte sein. Wir sollten reingehen und überlegen, was wir wissen. Okay. Alles hat seine Vorgehensweise geändert. Wir wissen nicht, was er als nächstes tun wird, also müssen wir wachsam bleiben. Ohne neue Informationen können wir nur abwarten. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Mich zu ignorieren ist euer Risiko. Ich bin eine Hackfresse. Git! Eine neue Vorhersage. Hier, nimm das. Puh, ich dachte schon, Pandora belegt uns mit einem Fluch oder so. Danke! Führen wir unsere Untersuchungen jetzt nur noch mit Vorhersagen durch? Es mag letztes Mal geklappt haben, aber wir können nicht ständig vagen Prophezeiungen hinterherjagen, wenn wir einen Fall lösen wollen. Sie mögen zwar vage sein, aber du musst zugeben, dass eigentlich Vorhersagen ziemlich genau zutreffen. Solange du keine bessere Idee hast, sollten wir nehmen, was wir kriegen können. Okay, das ist die nächste Prophezeiung. Fange den weißen Flieger und du findest die falsche Tür. Warum kommt mir das so bekannt vor? Anfang des Let's Plays. Kommen wir wieder dahin zurück, das wäre voll cool. Weißer Flieger, natürlich. Aber Moment, dieses Mal ist es mehr als einer. Fang den weißen Flieger. Mach mit links. Komm schon, Piepmatz. Warum müssen es dieses Mal so viele sein? Ja, ich weiß auch nicht. Damit sie uns irritieren, aber wir haben ja zum Glück unseren Yardmeter. Unsere Yardabmessung. Da können wir immer der richtigen folgen. Immer dem richtigen weißen Flieger, auch wenn sie alle hier hinfliegen. Yes, sir! Ja, komm. Ich dachte, da sind wir jetzt richtig, aber okay, es geht noch weiter. Fliegen aber auch blöd, zickzack. Wie Zickzacks. Zickzacks! Oder Geradax, wie auch immer. Oh, Steine!
Tut mir leid, es geht nicht anders. Waren die da die ganze Zeit oder habe ich es einfach nur vergessen? Und jetzt? Da ist wieder die Markierung. Fange den weißen Flieger und du findest die falsche Tür. Den Flieger hätte ich, aber wo ist die falsche Tür? Ob die falsche Tür dieser Mauer mit dem Graffiti sein könnte, die zu Geld geführt hat? Ja, bestimmt. Da oben ist die Bombe. Sie rührt sich nicht. Ich melde mich lieber bei Chess. Oh. Hier, Chess, was ist los? Ich habe die Bombe gefunden, aber ich kann sie nicht vom Fleck bewegen. Die Zeit ist knapp, was soll ich tun? Wenn du die Bomben nicht zu mir bringen kannst, bring mich zur Bombe. Ist es in Ordnung, die Bombe da oben einfach hier liegen zu lassen? Ich habe keine Wahl. Haben wir ein Zeitlimit? Kehre zurück. Natürlich haben wir kein Zeitlimit. Gut, dass wir die Flieger hatten, weil ohne die Flieger hätte ich wahrscheinlich nicht dahin zurückgefunden, weil ich vergessen habe, wo die scheiß Tür ist. Oh, natürlich. So, einmal so, wupp. Bring mich zur Bombe. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, los geht's. Mitkommen. Hm, hätte deine Fähigkeiten. Ja, das wäre schon praktisch, aber dann wäre ich unnütz. Dann wäre ich nur noch eine hübsche Dame fürs Auge? Oder irgendwie so, was weiß ich. Ist ja auch wurscht. Oh, wir sind gegen die Bombe geknallt. Bumm, alle tot. Okay, ich habe sie entschärft. Weißt du noch, dass ich gesagt habe, dass diese Bombe anders sind? Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Ist das nicht egal? Eine Bombe ist eine Bombe und wir müssen dafür sorgen, dass alle entschärft werden. Mir macht noch etwas anderes Sorgen. Wir haben Alias gesehen, aber bisher noch keine Nevi. Hey, du hast recht. Bis jetzt sind Alias und die Nevi immer zusammen aufgetaucht. Okay. Jetzt geht der Spaß richtig los. Du findest die nächste Bombe dort, wo die Gesichter der Gravikönigin begannen. Die Geschichte. Du hast 2 Minuten. Die Gesichter. Die Geschichte der Gravikönigin. Wir müssen zum Baum, wo der Apfel lag.